Bardet bereits geführt. In Solda war es Pironi, der 50 Kilometer lang in Führung blieb, dann immer weiter zurückgefallen ist. Und dann ist Villeneuve noch auf den vierten Platz vorgekommen. Nelson Piquet hat heuer schon zwei Grand Prix-Rennen gewonnen. Buenos Aires und Imola. Carlos Reutemann ist zweifacher Saisonsieger, Rio de Janeiro und Solda. Und Elton John ist seit dem Grand Prix von Amerika West in Long Beach ohne Sieg. Der Franzose Jacques Lafitte mit dem Ligier Talbot. Zuletzt Zweiter gewesen in Belgien. Das erste gute Ergebnis für dieses neue Team. Talbot-Ligier. Talbot hat Ligiers Namen für 50 Millionen Schilling gekauft. Alan Jones, der Weltmeister, war heute Mittag im Aufwärmtraining der Schnellste. Jones leidet noch an Brandwunden am rechten Oberschenkel, erlitten bei dem Unfall in Solda in Belgien, als er gegen die Leitplanken gestürzt ist, weil der dritte Gang herausgesprungen ist. Der Wasserkühler ist explodiert und vom heißen Wasser wurde Jones am Oberschenkel verbrüht. Elio De Angelis mit dem neuen Lotus 87. Riccardo Patrese mit dem Eros, ein Geheimtipp für heute. Carlos Reutemann, der Vorjahrsieger, Vierter im Training. Reutemann fährt genauso wie Alan Jones mit der neuen Chassis-Hydraulik, mit dem hydropneumatischen Aufhängungssystem, das Brabham erfunden hat. Nigel Mansell, der 28-jährige Engländer, Dritter von Solda, ein aufgehender Stern in der Formel 1, Dritter im Training. Über den Fahrer habe ich sicher noch Zeit und Gelegenheit, Ihnen mehr zu erzählen. Gilles Villeneuve war zweitschnellster im Training, nur um 700 Sekunden an der Trainingsbestzeit vorbeigefahren. Und Nelson Piquet, wie gesagt, zum dritten Mal in dieser Saison auf dem besten Startplatz. Vom Startfeld zurückgekommen ist mein Schweizer Kollege Mario Rall. Bitte Mario, was gibt's Neues? Also in wenigen Minuten wird der Start gegeben. Die Fahrer haben diskutiert, aber es hat keine Abstimmung stattgefunden. René Arnoux und auch Marc Surer sind der Ansicht, dass man zwar fahren kann, aber dass jeder Fahrer einfach in diesem Tunnel nichts riskieren darf. Dann geht es. Auch Jochen Maas, der ehemalige Grand Prix-Fahrer und Assistent des Rennleiters, meint, dass dieses Wasser kein Grund sein könne, um den Start abzusagen. Dankeschön, Mario Reis, der von den Boxen jetzt herübergelaufen ist, um Ihnen die letzten Informationen zu sagen. Sie haben das Signal gesehen, eine Minute noch bis zum Start, genauer gesagt bis zum Vorstart, weil dann werden die Wagen einmal um den Kurs geschickt. Der Führende, also Nelson Piquet, der Trainingsschnellste, bestimmt das Tempo und wenn alle Wagen dann wieder auf ihrem richtigen Startplatz Aufstellung genommen haben, wird der fiese Starter, und zwar Ongaro, das Rennen freigeben. Das Startzeremoniell kennen Sie, in Solda ist man ja damit, man muss es sagen, schändlich umgegangen. Sobald alle Wagen stehen, wird Rotlicht gegeben und dann wird innerhalb von 5 bis 7 Sekunden die Ampel von Rot auf Grün umgeschaltet und dann erfolgt der Start. So, Nelson Piquet fährt an und damit beginnt die Aufwärmrunde in Monte Carlo. Noch einmal vielleicht ein Blick auf die Rennstrecke. Die zweite Rotschikane. Zweiter Gang 110, dann die Auffahrt zum Casino. Die Wagen beschleunigen voll beim Bergauffahren hinauf zum Casinoplatz. Gilles Villeneuve war jetzt vor Nelson Piquet, das sollte er eigentlich nicht tun, weil der Training schnellst das Tempo zu diktieren hat. Und hier ist Piquet wieder vorne. Linkskurve und zwar Massenet, dritter Gang 160. Es kommt hinauf auf den Casinoplatz, Rechtskurve, ebenfalls dritter Gang 160. Und das ist die Abfahrt hinunter in die Mirabeau-Kurve. Die Fahrer versuchen, ihre Reifen aufzuheizen, auf optimale Temperatur zu bringen. Mirabeau-Kurve, zweiter Gang, 100 Kilometer pro Stunde. Hier hat schon sehr viele Kollisionen gegeben. Das ist die langsamste Kurve, erster Gang, 60 Kilometer pro Stunde. Die Haarnadel vor dem Löshotel, dann das abschüssige Stück hinunter zur Hafenkurve. Zweiter Gang, 90 Stundenkilometer und dann die Einfahrt in den Tunnel. Sie werden sehen, die meisten Fahrer werden sich jetzt extrem links halten. Was allerdings nach
auch in der ersten Kurve da hier passieren würde, wenn sich die Fahrer gegenseitig überholen, darüber wollen wir besser im Augenblick gar nicht reden. Schnellste Stelle des Kurses, 220 etwa an dieser Stelle beim Anbremsen der Schikane, 260 nachher im Rennen, Schikane selber im vierten Gang 160, die Tabakskurve, dritter oder vierter Gang 160, eine sehr holprige Kurve und dann die engen Kurven unten am Swimmingpool, dritter Gang 140, für Piquet jetzt zweiter Gang etwa 120. Man muss eine sehr genaue Linie hier fahren. Wenn das Auto stimmt, ist es auch möglich, um Millimeter an den Leitplanken zu vorbeizufahren. Aber wenn ein Wagen aus der Balance kommt, dann gibt es immer wieder hier die Kollisionen mit den Leitplanken. Die nächste Kurve, Raskas. Erster Gang 180. Es geht bergauf an diesem Restaurant vorbei. Und dann die Zielkurve, die im ersten oder zweiten Gang genommen wird, nach dem Rennen mit etwa 100 km pro Stunde. Die Autos springen, das werden Sie nachher alles noch sehr genau sehen. Und zwar hier, Sie sehen, wie bucklig die Stelle hier ist. Und die Wagen beziehen Aufstellung am Start und hoffen wir, dass diesmal alle 20 Motoren laufen, im Gegensatz zu Zolder in Belgien. Das Reglement schreibt vor, wenn ein Motor nicht läuft, dann hat dieser Wagen stehen zu bleiben und wird dann nachher angeschoben werden. Die Autos haben Aufstellung bezogen. Hinten rollt immer noch der Lotus von De Angelis. Und Achtung, jetzt kommt gleich der Start zum Grand Prix von Monaco. Schauen wir links oben auf die Lichtampel. Der Starter lässt sich lange Zeit. 3 Minuten waren es im Zolder, bevor er den Start freigegeben hat, haben einige Motoren überhitzt und sind einige Motoren abgestorben. So, und jetzt noch 5 bis 7 Sekunden bis zum Start. Ein gelungener Start ohne Kollisionen in der Saint-Devot-Schikane. Im Gegensatz zum Vorjahr ist es Gott sei Dank nicht passiert und es führt Nelson Piquet, der drittschnellste vor Gilles Villeneuve. Wagen sind kollidiert und zwar am Ende des Feldes und zwar in der Bergaufsektion als die eigentliche Gefahr der Schikane, also bereits gebannt schien. Hier kommt es normalerweise nicht mehr zu Kollisionen an dieser Stelle. Saint-Devot, das ist bereits lange nach der Ausfahrt aus der Schikane gewesen. Sie haben es ja mitbekommen, die Schikane wurde von allen 20 Wagen ohne Schwierigkeiten genommen. Ja, und die Kollision, schauen wir, wer da jetzt verwickelt war. Ich glaube, Bruno Giacomelli. Die beiden Autos, entweder Alfa Romeo oder McLaren, die Wagen sind ja gleich lackiert, und zwar rot und weiß. Marc Suhr ist als letzter jetzt vorbeigekommen und wir haben also nur noch 18 von 20 gestarteten Wagen nach dieser ersten Runde im Rennen um den Grand Prix von Monaco, 39. der Geschichte, 6. auf der Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Erste Runde, Piquet, Villeneuve, Lenzo, Reutemann, Jones, Patrese, De Angelis, Lafitte, dann die beiden Renault Turbos. Andretti und Giacomelli in den beiden Alphas sind vorbeigefahren. Es dürften also die zwei McLaren gewesen sein, die offensichtlich bei diesem Unfall in der ersten Runde nach der Schikane bei der Bergauffahrt hinauf zum Casino eliminiert wurden. Marc Suhr ist nach der ersten Runde nicht mehr an Start und Ziel vorbeigekommen. Gehalten heißt Achtung, Gefahr auf der Strecke, aber keine große Gefahr, denn dann würde die gelbe Flagge geschwenkt werden. Ein Wagen war nach der ersten Runde an der Box und zwar der Schweizer Marc Suhr mit dem Endzeit. Piquet vor Villeneuve unten am Schwimmbad.
Piquet, Villeneuve, Mentor, Reutemann, Jones, Patrese, die ersten sechs, Siebener, De Angelis, Achter, der Fit und dann die beiden Renault Turbo, Alain Prost und René Arthoux. De Angelis, Lafitte. Man hat uns im Bild wieder Piquet, zweiter Villeneuve, dritter Nelson auf Lotto, vierter Reutemann, fünfter Jones, sechster Patrese. Nelson Piquet oben am Casino, vor Villeneuve, der über die Randsteine fährt, genauso wie Nigel Mansell, Abfahrt zur Mirabeau-Kurve. Sie sehen, die Autos werden hier immer versetzt. Das ist eine sehr holprige Stelle des Kurses. Lafitte und hinter ihm die beiden Renault Turbos. Prost und Arnoux.